Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute ein Lachs-Tatar machen und los geht's. Ihr braucht etwa 200 Gramm Räucherlachs. Wenn ihr möchtet, kann das vorgeschnittener sein oder auch noch am Stück. Ich verwende vorgeschnittenen, weil er einfacher zu schneiden ist. Dann braucht ihr ein bisschen Dill, eine Zitrone, Pfeffer und Salz. Je nachdem, wie ihr den Lachs jetzt gekauft habt und welche Optik ihr erreichen möchtet, könnt ihr den Lachs jetzt gröber oder feiner in Würfel schneiden. Meinetwegen auch in Streifen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Und wie will ich das Ganze am Ende präsentieren? Wie will ich es anrichten? Ich schneide das Ganze so ein bisschen feiner und gebe es dann dabei in eine Schüssel. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr einen recht tranigen Lachs erwischt habt, dann entfernt den Tran zu großen Teilen oder wenn es geht sogar ganz. Denn das kann euch den ganzen Geschmack von dem Lachs-Tatar versauen. Als nächstes kommt jetzt der Dill und je nachdem, wie ihr das Ganze anrichten möchtet, nehmt euch da ein bisschen was weg, so eine Spitze oder so, damit ihr später Deko habt. Legt sie in kaltes Wasser, dann bleibt sie auch, bis ihr das Ganze anrichtet. Schön, wenn ihr das Ganze zum Beispiel erst am Abend braucht, aber bereits am Vormittag vorbereitet, bleibt euch der Dill dann auch frisch. Bevor es aber jetzt mit dem restlichen Dill weitergeht, waschen wir den, schütteln ihn gut aus und tupfen ihn mit einem Tuch trocken, sodass wir ihn jetzt trotzdem gut schneiden können. Beim Schneiden würde ich immer die großen Stiele rausnehmen und nur das Feine hacken. Und hier kommt es dann auch ein bisschen darauf an, wie ihr die Optik haben wollt, wie fein ihr das Ganze hackt oder wie grob ihr das Ganze lasst. Und dann hackt ihr das Ganze einfach. Und dann gebt ihr das Ganze ebenfalls zum Lachs. Und dann nehmt ihr die Zitrone, rollt sie kurz mit ein bisschen Druck und halbiert sie. Und je nachdem, wie saftig die Zitrone jetzt ist, braucht ihr eventuell bloß eine halbe oder auch ein bisschen mehr als eine ganze. Oder ihr könnt auch schon fertigen Zitronensaft verwenden, wobei ich persönlich frischen Zitronensaft beim Lachs-Tatar bevorzuge. Dann würzt ihr das Ganze mit Salz und Pfeffer und vermischt es gut. Schmeckt das Ganze ab. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier zum Beispiel auch frischen Pfeffer reintun. Oder was ich sehr, sehr gerne mache, ist zum Beispiel ein bisschen Olivenöl zum Abrunden verwenden. Wobei ihr hier auch ein bisschen Creme fraiche oder Joghurt nehmen könnt. Aber das sollte bloß so ein kleines bisschen am Ende sein, damit es das Ganze eben abrundet und den Geschmack vervollständigt. Und bevor ihr das dazu gebt, würde ich das Lachs-Tatar kurz 5 oder 10 Minuten ziehen lassen. Beziehungsweise, wenn ihr es am Vormittag machen würdet und erst am Abend brauchen würdet, würde ich das sogar erst kurz bevor ich es anrichte dazugeben und da davor nochmal kurz abschmecken. So, das war es eigentlich auch schon zum Lachs-Tatar. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt in irgendeiner Art und Weise nachmachen möchtet, habe ich euch, so wie ich es jetzt gemacht habe, das Ganze auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de aufgeschrieben. Den Link findet ihr auch unten in der Infobox. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir in die Kommentare oder Social Media technisch schreibt, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise was ihr vielleicht ein bisschen anders da gemacht habt. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das Video von letzter Woche von den Zimtwaffeln hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!